Hallo meine Anhörer und herzlich willkommen zur Folge 3 von der, was war das, Soul, Nuzlocke, Link, Schwuppdiwupp, Kartoffelsupp, keine Ahnung, wir gehen jetzt zum Angler und hauen den Käfersammler neben ihm eine auf die Fresse. Yep. So ein Ding ist es. Der will nicht kämpfen, der Hurensohn. Was ist denn er für ein Arschloch? Ja, dann hauen wir halt der Schönheit Doma auf die Fresse. Ah, erstmal labern wir mit dem Kapitän. Ach, der ist ja auch noch nicht da. Wie, die will auch nicht kämpfen. Nein, ich meine die Links. Nein, ich meine die Links oder diese Schnösel oder wie heißt die? Heißt die nicht Schönheit? The Rich Bitch. Ja, Rich Bitch. Rich Bitch. I'm a Rich Bitch. Ach, das ist ja Akkacke, ne? Du kannst ja bei. Ja. Hello! Sagen, ich gehe jetzt auf voll tryhard. Lady Patriz, oh mein Gott. Was hat die bei dir, Alex? Ich encounter jetzt. Wie, du encounterst jetzt? Ja, ich gehe jetzt erst in sie rein. Ach so, lol. Du gehst in sie rein? Ja. Monka ist. Sie hat einen Stami! Ein Stami? Ja, Preach wird sie so ficken, Egelsorm, auf geht's. Die hat bei mir Noctu. Die erste Runde, was macht sie? Genesung. Ja, der macht bei mir Gesichte und so Zeug. Übel dumm. Ach ja, oh mein Gott, die macht ja Top-Genesung, wenn das Viech verstaut ist. Oh Gott. Ja. Aber du kriegst halt übel viel Kohle von der, das ist geil. Ja, Gott sei Dank. Ich glaube, was kriegt man von der? Ich glaube, ein Taui oder 2000 oder so. Ich glaube, von der kriegt man Big Cash. Boah, weiß ich nicht, wie viel. Ja, von der kriegst du auf jeden Fall Big Cash. Das weiß ich. Waren das nicht ein paar hundert nur? So 400, 500? Ah, ich weiß es nicht. War das nicht ein Taui? Ja, ich glaube, das war erst später, wo die so ein Tausender brachte. Ich weiß nicht. Ich glaube schon, dass die. Ja, das ist jetzt scheiß Top-Genesung, ey, Junge. Das könnten wir uns gar nicht leisten. Vor allem ich nicht, weil ich schon eine Pokébälle kaufe. So, Praetor ist jetzt Level 10. Holy shit. Und wie viel kriegt man? Oh, meine Güte. Jetzt habe ich es nicht gesehen. Ich glaube, 1200 kann es sein. Weiß ich nicht. Ja. Oder 1500, glaube ich sogar. Also, man kriegt viel von dir. Ich gehe nochmal Pokémon. Ich gehe nochmal Bälle kaufen in der Zeit. Mach das. Ich habe noch 9 Stück. Ja, ich bin doch nicht so ein Kick, ne? Ich struggle ja nicht so hart. Leck mich. Was kann ich dafür, dass ich so komplette Giga-Chat-Pokémon als Encounter habe? Ja, was soll ich denn sagen wie Ground und Cedra King? Okay, stimmt. Und du fängst die alle auf den ersten Ball. Ich beide gefangen habe. Auf den ersten Ball. Nee, Ground hat 2 gebraucht. Oh. Hm. Jetzt habe ich auch 10 Bälle, aber dafür habe ich halt bloß noch 100 Dollar. Geil. Wow. Fuck me. Ich bin noch ein fucking Starmie. Oh mein Gott, ich bin auch gespannt, was der Team Aqua Futzi jetzt dann gleich hat. Grant gleich hat. Ja. Oh mein Gott, der Fight ist endlich over. Junge, der Starfight. Okay, dann gehen wir im Wald, oder? Wait, noch nicht. Rage ist Stufe 9. Rage Stufe 10, Leute! Fuck, jetzt geht's aber ab bei dir wieder. Hey, ich habe jetzt ein legit 2 Level von der im Stami gemacht. 1600, ja boah! 1600 kriegt man von der, ich sag doch, du kriegst übel viel. Na dann, auf geht's. Also ab in Blütenburgwald. Gleich Encounter. Ach Gott. Und ich habe ein. Okay, ich habe eine Frage. Ich habe jetzt einen Kanivana. Ich habe schon die Weiterentwicklung davon. Darf ich dann re-encountern? Weil es gibt ja die Species Claws. Ich habe Noctchen. Wie? Du hast ein Tohido. Ja, ich habe ein Tohido. Das ist die Weiterentwicklung davon. Ja, aber es entwickelt sich ja zu was anderem, das Kenny Banner. Ja, theoretisch. Bin wir jetzt deswegen mit der Species Claws oder nicht? Was ist die Species Claws? Was ist das? Wenn du ein Pokémon von einer Entwicklungslinie hast, dann kannst du den Encounter skippen. Und dafür einen neuen Encounter suchen. Ja, dann würde ich sagen, kannst du dir das selber aussuchen.
Weil mir ist das relativ wurscht. Dann würde ich gerne skippen. Ja, dann tue ich gerne. Das entwickelt sich ja auch irgendwie übelst spät, ne? Dann tu, boah. Keine Ahnung. Dann laufe ich jetzt davon und gehe ins andere Gras. Boah. Überlebt das Level 5 Noctgen eine Windhose von Level mit einem Level 10 Rayquaza? Könnte. Oh, ein Stern, du, das nehme ich. Noctgen finde ich halt aber irgendwie. Naja. Bin ich eher. Oh, okay. Gerade, dass sie überlebt hat. Es ist noch gelb. Es ist noch gelb, aber wirklich nicht einmal mehr einen Millimeter vor Rot. Dann kannst du nicht mehr angreifen und dann ist tot. Ja, genau, deswegen mache ich jetzt nur die Masse drauf. Der soll richtig Angst haben vor mir, der Penner. Oh mein Gott, Rage mit dem Monster. Vergeltung? Boah, gut, dass das nicht eingesetzt hat, wo ich ihn angegriffen habe. Das glaube ich wäre Prage tot. Nee, das wäre Konter. Ja, aber was ist dann Vergeltung? Wenn es Schaden erleidet, erhöht sich der Schaden. Oder ich glaube, dass es, wenn vor dir das Pokémon, also wenn ein Pokémon stirbt, du das dann einwechselst, dann macht es doppelten Damage. Mhm. Als du den beiden warst. Mhm. Also ich habe das Noctchan gefangen. Ich habe das Sternu gefangen. Und wie nennen wir es? Das nennen wir gut und günstig. G und G, auf geht's. Willst du das nur G und G nennen? Ja, weil gut und günstig zu lang ist. Ah, okay. Ist. Ja, okay. Aber dann mit dem Und-Zeichen, okay? Okay. Gibt's nicht. Doch, na klar gibt's es. Gibt's nicht? Gibt's nicht. Was machen wir dann dazwischen? Ja, okay, nee, dann ist das scheiße. Dann ist das kacke, der Name. Dann nehmen wir das Ovo. Oh, na, nein. Ich nenne es Ovo. Nein, wir müssen jetzt auch das Meme weiter am Leben halten dann, die Twitch-Memes. Wir nennen es People Love. Das müsste People passen. Love. Pass auf. Weißt du, wie man das schreibt? Das Emote. P-E-E... Nein. P-E-P-E, aber klein. Komplett klein. Nee, eben nicht. Und das Love, dann ist L groß. Das müsste genau hinpassen. Lauge. Nee. Jetzt hab ich einen Blödsinn gemacht. Da ist sogar noch einer frei. People Love. Jetzt, People Love. Okay, dann schauen wir mal, was das ist. Fuck, jetzt bin ich schon in die Käfer sammeln, ne? Ja, macht ja nichts. Es ist bei mir Temposchub und Wesenhart. Temposchub ist halt gottgleiche Ability, Junge. Hm, Temposchub ist nicht schlecht. Oh mein Gott, der Käfersammler hat einen fucking Garados. Oh. Schon wieder? Junge, wie viele Leute bei dir einen Garados haben? Einfach fucking ranken, die Bitch. Der hat bei mir ein Felino als erstes. Alter, I eat those Fuchtler for days, Junge. Preach einfach too those strong. Fuchtlers for day. What the fuck? Oh Gott, der hat ein Nidoran. Als nächstes kommt ein Harry Yammer. Boah, will ich das mit Easy Clap machen? Nee, Harry Yammer ist krass, ne? Danke, Batsch. Warte mal. Nee, Makuhita ist das erste. Ne, Harry Yammer ist die Entwicklung von Makuhita. Yep. Ne, das kann ich nicht machen. Da kann ich jetzt nicht Dinge rausholen, Alter. Oh, ein Rabauz. Der hat einen Rabauz, Tobi. Die Vorwege von Noctchan. Lol, Rabauz, Alter. Holy. Ja, vor allem Rabauz hat ja drei Entwicklungen. Ja, Capoeira kann auch rauskommen. Genau, Bei Initiative, bei Verteidigung und bei Angriff, ne? Angriff, glaube ich, Kikli. Verteidigung war Noctchan und Initiative, glaube ich, ist Capoeira. Passt. Wenn Angriff größer Verteidigung ist, ist es Kikli. Wenn Verteidigung größer Angriff ist, ist es Noctchan. Wenn Angriff Gott. Und Verteidigung okay, so im Vergleich ist und Initiative größer, dann Capoeira. Okay, pass auf, ich hole jetzt Easy Clap raus, weil der ein Hydropi hat, Alter. Gag Abo gegen Hydropi, easy.
Ranken, die Bitch. Nee, ich hab bloß Pfund mit Gag, aber das macht nichts. Alter, Rage räumt auch. Komm, easy clap. Junge, das scheiß Hydropi setzt nur Heuler ein. Hör mal auf jetzt, du Arsch. Ich mach überhaupt keinen Damage mehr jetzt. Oh Gott. Bericht von Sterno. Flexibi. Okay, jetzt kommt Easy Clap. Mach das jetzt weg, bitte. Mach das scheiß Hydropi weg. Hallo. Und es hat einen Stern. Oh, es hat einen Sternenstaub dabei. Sternenstaub? Das kannst du verkaufen, ne? Ja, und so richtig. Boah, jetzt kommt der mit Smoggern, Alter. Ja, dann muss ich. Kickweh. Tobi, ich hab einen Timerball. Lol. Was ist denn den hier? Ach, das versteckte Item, oder was? Ja, das Item über ihn. Ja, ich gehe dann auch nochmal heilen, oder? Ich muss den Encounter heilen. Gute Idee, same. Weil ich glaube nämlich, dass dieser Team Aqua-Rüpel. Ich glaube, der ist Stufe 10 oder so. Ja, glaube ich nämlich, ah, der macht gut Damage, also gegen den sollte man vielleicht heilen nochmal. KQW ist jetzt Level 11. Okay, gucken wir mal, was das Item ist. Eine Herzschuppe. Ja, warum kriege ich nur so scheiß Items? Herzschuppe ist nicht mal wirklich schlecht, weil das brauchst du später. Für was denn? Bei irgendeinem Move-Tutor, dass du Move relearnen kannst. Ach so, stimmt. Beim Attacken verlieren halt. Der will Herzschuppen dafür. Ja, genau, irgendwie sowas. Stimmt. Lalala, ich hab keinen Speed-Up benutzt. Schalalala. Lol. Speed-Up, was ist das? Ja, du musst trotzdem auf mich warten dann. Junge, ich sollte jetzt auch vielleicht irgendwann nochmal das Game wieder ausmachen, also das Herr der Ringe-Game. Das läuft ja die ganze Zeit im Hintergrund bei meinem PC weiter. Und jetzt habe ich mich gerade so hingesetzt, wie wenn ich Elsword spielen will. What the fuck? Raff dich mal, du Vollidiot! Oida. Wen trainiere ich? Easy Clap? Ich glaube Easy Clap. Du wechselst die jetzt schon nach vorn? Ja. Boah, das ist mir jetzt krass jetzt gegen den Aquarübel. Der kommt ja als nächstes Gegner schon. Stimmt. Gut, dann Tohaido. Dann wird jetzt gefickt. Oh, Encounter Time, wait. Oh, hier wären Sandern auch noch gewesen. Sandern ist süß. Ich hab, ja, Stellung. Hä? Wieso ist denn jetzt Praetch bitte mein erstes Pokémon? Nee, 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 nee. Keck weh, Junge. Schau bloß. Ich war dein Rayquaza, ne? Ja. Okay, dann gucken wir mal, was der Aquarübel. Nein. Ich hab noch einen Encounter. Ach so! Ich bin schon bei ihm. Ja, okay, dann warte ich. Ich geh noch nicht im Kampf ran. Ich warte. Okay. Ja, okay, ich bin da. Sag mal, wenn du soweit bist. Okay, kannst. Gut. Ich bin jetzt gespannt, was der Trottel hat. Same. Pass auf, der hat so ein, keine Ahnung, Arceus. Anorit? Ach, das ist von Arceus. Aber es gibt's auch nicht in Gen 4 Pokémon, es sind nur Gen 3 hier. Ich weiß. Wie sehen ihr? Oh nein! Ferret on the treadmill! No! Was? Kennst du das nicht? Was? Ferret on a treadmill oder Ferret on a escalator? Nö. Musst du mal auf YouTube gucken, Alter. Alter, tut das wie Junge, chill! Ja, wie Senior ist, glaube ich, nicht einmal so ein scheiß Pokémon tatsächlich. Ist es ja auch nicht. Wieso ist halt absolut ass? Ja, Vorentwicklung halt. Ja. Ja, wobei ich jetzt aber sagen muss, irgendwie Geradax weiß ich ja auch nicht. Das normale Geradax ist es nicht, aber das neue Geradax, vor allem die Weiterentwicklung davon, mega. Das schwarz-weiße, oder ist das? Ja, das ist ja Typ Unlicht. Mhm. Das ist...
Not bad, actually. Okay, ich bin Fetch. Ich laufe jetzt durch den Wald weiter. Ja, dann kommt der nächste Käfersammler. Genau. Erstmal das versteckte Item da unten holen. Ich habe jetzt den Käfersammler zuerst. Boah, hier wäre auch noch ein Mantax als Encounter gewesen, holy. Ja, okay. Ein Schnäppke. Schnäppke? Schnäppke. Oh mein Gott. Das ist aber Eis, ne, Schnäppke? Ja. Die Vorentwicklung von... Lol, das Ding hat Flammenkörper. Vorentwicklung von Firnontor. Ja, oder Frostlass. Frostecie. Frostecie gibt's aber auch erst in Gen 5 oder 6 oder sowas, ne? Oh, ich habe einen Safari-Ball bekommen als Item da unten, falls versteckt ist. Das ist cool. Ich weiß nicht, ob du den hernehmen kannst, by the way. Wieso nicht? Ich weiß es nicht. Doch, doch, ich glaube schon. Ich glaube, die kann man hernehmen. Gott, muss heilen. So, komm mal her, du kleiner Penner. Bin ja mal gespannt, was der bei mir hat. Ach, der hat ja zwei. Lamus? Okay. Muss gleich heilen. Erstmal. Okay, gern. Was hat der bei dir gehabt? Ein Schnäppke und? Schnäppke und Schneckmack. Schneckmack? Oh nein, nicht Gähner. Oh mein Gott. Preach. Komm her. Zink. Jetzt macht er schon wieder Gähne. Geleck mir am Arsch. Hat diese Scheißviech nur Gene oder was? Lamus setzt Gene ein. Es schlug fehl. Ja, jetzt ist Rayquaza einpennt. So eine Scheiße. Prage schläft tief und fest. Ja, jetzt bin ich ja gespannt, was Lamus jetzt einsetzt. Heule. Pass auf, wahrscheinlich hat das jetzt nur Heuler und Gene. Das wäre funny. Junge, wach halt wieder auf, bitte. Setzt halt wieder gerne ein. Kann Verbrennung gar keinen Schaden außer vom Kampf zufügt? Nee, ist nur Gift. Oh. Hätte ich gar nicht heilen gehen müssen. Logok! Prost Mahlzeit. Rage, du bleibst bitte da, weil Panzer Eron stirbt gegen Logok. In Level 7 Logok. Alter! Ganz ehrlich, change my mind ab. Oh Gott, der setzt Energiefokus ein. Preach, du musst den töten! Ja, den tötet Preach schon. Danke. Also, change my mind, aber Logok, eins der stärksten Pokémon in Gen 3. Ist es auch. Das ist so stark, das Pokémon. So, was habe ich hier? Topschutz! Hm. Spare ich mal wieder ein Geld. Okay. Wie viel haben wir jetzt? 18 Minuten, das geht noch. Wie schauen meine Pokémon aus? Oh, was ist das? Noch ein anderer Encounter, noch nicht gesehen. Ein Kokowai. Ein Kokowai, ja. Ein Kokowai. Auf geht's, Easy Clap. Wir clappen those cheeks. Hast du Sachen, die man von Leuten kriegt, auch randomized? Ich weiß es nicht. Dann bin ich jetzt nämlich mal gespannt, was TM09 ist, was ich von dem Affen hier gekriegt habe. Oh mein Gott, krieg ich aufs Maul. Oh Gott. Hör auf! Alex! Alles gut, R03. Nein, okay, es ist Kugelsaat. Oh, aber Kugelsaat kann ich eigentlich gleich Gag aber beibringen. Kannst du. Mach ich jetzt auch. Let's go! Komm her, Easy Clap! Easy ist Clap, Alex! Jesus Christ, Motherfucker! Alex? Ja, ich hör auf zu spielen, ich töte es. Imagine, an so einem schwulen Encounter verlieren wir jetzt ein Viech. Alles gut, er ist tot. Alles gut, Kokowai ist tot. Ich habe es getötet. Ich hol mir dabei mal die ganzen Items und so hinter dem Blumenladen, ne? Da wollte ich auch gerade hin. Willst du was über Bären lernen? Ja, lern mir mal was über Bären, bitte. Geil. Warte mal, von wem kriegt man denn die Weimarkanne? Ach, von ihr, oder? Ah ja, hier kriegt man die Weimarkanne.
Und was kriegt man von ihr? Kriegt man doch auch irgendwas, oder? Hier, das für dich. Eine Piersiff-Beere. Danke. Ruhe. So. Ein Elixier. Hm. Okay, dann schauen wir mal. Wie viele Items sind da um 3, oder? Ich glaube, 3 waren es, ja. Oh, da ist ein... Ach so, warte mal, das sind ja neue Encounter. Nein, das ist dieselbe Route wie davor. Nein. Doch. Boah. Dieselbe Route wie vorm Wald. Mann, was hast du da? Nix, ich hab noch keinen Encounter. Oh, also ich hätte jetzt einen Vibrava als Encounter. Hä? Hä, ja, da wird Libeldra draus. Ja, schon, aber ich... Es waren noch 3... Oh, ich hätte einen Sheerox. Bro. Boah, Sheerox auch. Sehr geiles Pokémon. Go, Easy Clap. Okay, ich habe einen Aether gefunden. Eine Sanftglocke. Ach, Bro. Jetzt wird's scheiße. Junge. Sanftglocke ist für actually gut. Ja, aber bloß für Normal-Pokémon, oder? War das nicht, dass du dich dann heilst? Nee, warte, das war die Muschelglocke. Entschuldigung, falsche Glocke. Und Premier Ball. Okay, ja, gut, ich hab die 3 Items. Findest du das dritte Item nicht, oder was? Na. No. Also eins ist gleich ganz vorn das freie Ding und eins ist das oben das zweite. Und dann hat eben das eine, wo da liegt, oder? Ja, genau. Achso, ja, dann habe ich alle 3. Ja, dann. Alter, der Sheerox haut mir aufs Maul. Ja, solltest du da vielleicht nicht Cedra King oder sowas hernehmen dagegen? Ja, ich weiß gar nicht, was ich hernehmen soll. Nix, flieh einfach. Ja, ich bin auf Keck W. Jetzt bin ich auf Keck W. Okay, dann warte ich auf dich und dann machen wir diesen Schnösel noch. Gute Idee. Oh mein Gott, der Crit! Was für ein Crit? Das Ding hat mich gerade gekrittet mit Ruckzuck. Alles gut, ich lebe noch. Mhm. Gott sei Dank, weil ich so ein Sweat und habe eine Sundelbeere auf Kickweh gemacht, Junge. Bro. Junge. Imagine. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Ein. Junge, dein Mikrofon cuttet dich immer weg, wenn du übersteuerst. Das ist immer so funny. Echt jetzt? Ja. Man hört immer bloß bei dir. Und dann ist weg. Was ist passiert? Lebst du noch? Ich habe einen Psyaner gesehen. Ein Psyaner? Ja, und ich so, ein Psyaner. Oh, Bro. Ja, was ist... Kämpfe gegen den Schnösel. Ah, mit dem muss ich Pokémon wechseln. Tipps für Trainer. In der hohen Region gibt es Paare von Trainern, die einen zu einem 2 gegen 2 Pokémon Kampf, einem Doppelkampf herausfordern. In einem Doppelkampf muss der Trainer 2 okay. Pokémon antreten. Achso, okay. Gut. Let's go. Let's go. Du scheiß Schnösel. Ich habe eine Menge Geld, ja, das bringt aber auch nichts, wenn du scheiß Pokémon hast. Oh Gott, da bin ich jetzt gespannt, was der hat. Heißt der nicht René Adios oder sowas? Ja, der heißt René. Oh mein Gott, halt die Fresse! Was hat er? Was hat der bei dir? Ein Ariados. Ey, es ist so schade, dass ich ohne Facecam aufnehme, ne? Was hat er? Registier. Oh Leute. Good luck. Good fucking luck. Bro, what the fuck? Und ich mit meinem Panzer-Eron, das nur Schnabel kann. Hm. Boah, soll ich erst einen Sandwirbel auf ihn machen? What the fuck? Das ist ein Registil, Alter. Das ist übel stark, das Scheißviech. Na, geht. Es setzt Explosion ein! Oh Gott! Gott sei Dank resistest du das. Alter, haben wir bloß 8 Leben damit abzogen. Zeig doch, das resistest du, weil du Stahl bist.
Junge. Bro, what the fuck? Easy XP, würde ich mal sagen. Ja, aber ich gehe jetzt trotzdem erstmal... Oder? Wie viele Gegner kommen da jetzt noch? Drei. Die Göre, das Pärchen und der Angler, den müssen wir aber nicht machen. Die anderen, das andere Angler, das die Göre. Scheiße, in die bin ich gerade reingelaufen. Ach, Tobi. Ich bin doch am Schnösel, by the way. Oh lol. Weil Prager einfach nicht stirbt, weil Prager ist eine fucking Maschine. Okay, die hat einen Snowball. Ja, ist Snowball. Snowball ist easy. Wir hätten da noch über der Stadt einen Encounter, aber der wäre dann nächste Folge, ne? Ja, den machen wir dann bei dir. Ich würde sagen, wir gehen jetzt noch in Stadt, oder? Wir sind bei 26. Na, es wird dann ein bisschen lang. Ja, dann speichern wir noch der Göre. Dann machen wir den Doppelkampf dann beim Start von deiner Folge. Und sie hat noch einen Ursa-Ring. Das ist ein Biest, das ist ein Bär. Boah, ganz ehrlich, die neue Entwicklung von Ursa-Ring hier, Ursa-Luna. Junge, was ist das? Das schaut aus wie Ursa-Ring, das hingefallen ist und sich in Hosen geschissen hat. Ist es ja auch. Prost. Scheiße, mir nicht mehr auf. Hallo! Grüß dich auf deinem Channel. Stimmt. Okay, die Göre ist auch durch. Was? Ein Papunga! Wait, war hier nicht auch noch ein Item? Ach, da hat man zur Schneider gebraucht. Geil. Jetzt hat richtig schön. Erstmal Egelsamen. Ja, ich gehe dabei heilen. Dass ich. Ja, das dauert bei mir ein bisschen. Deswegen hat die These, ja moin. So Egelsamen. Hör auf! Achso, das hat keine Hilfe. Hör auf! Hör mal auf hier! Ich glaube, ich kann da Easy Clap, weil Easy Clap die XP braucht. Ja, ich bin aggro im Überlegen, ob ich. People Love. Ich weiß nicht, ist People Love gut gegen Gag, aber. Ja, wir leveln einfach jetzt dann Offcam, oder? Ein bisschen, ja. Oh mein Gott, ich glaube, das wird nichts. Hä, aber wie machen wir das eigentlich? Wie machen wir das mit dem Ton? Der, bei dem die Folge dran ist, der, dem seine Aufnahme wird hergenommen. Okay. Also die vom anderen mutet man quasi. Ja. Okay. Okay, mal schauen, was hier noch für ein Encounter kommt. Es kommt nochmal ein Gag, aber mit Level 4. Gut, dem hau ich jetzt mal mit Paper Love eine aufs Maul. Oh mein fucking Gott! Was ist los? Das Ding hat doch nicht nur Platsche! Hab ich da doch gesagt? Das hat bei mir vorher Tackle und Rutenschlag gehabt. Nein! Nein, es ist nichts tot! Alter, okay, bis ich jetzt gescheiten hab, ne? Weil du halt irgendwie gesagt hast, ja, Pepe Love braucht die XP. Ich hätte jetzt schon gemeint, irgendwas ist tot bei dir. Nein. Aber es war close. Mhm. Es war verdammt close. Weil das Bro. Ding hat mir zwar einen Rundenschlag gegeben und dann auf einmal Tackle. Mhm. Und dann kriegte das Ding noch. Bro, Alter. Du machst mal Spaß. Ach geil, Easy Clap erreicht Stufe 6. Achso, du hast Easy Clap hergenommen. In dir? Ach komm, scheiße, ich bleib mit der Prage, Junge. Wen hat er jetzt noch? Pandir. So ein hässliches Müll-Pokémon, ne? Pandir. Dem es über 1 Million verschiedene Versionen gibt, by the way. Ja, ich weiß. Übel dumm einfach. Pandir ist ein richtiges Vollidioten-Pokémon, wenn du mich fragst. Wer spielt mit dem? Inder. Was? Hast du gerade Inder oder? Ich hab Inder mit K. Alex. Was? Ich hätte hier noch einen Encounter.
beim Gag Arbor. Das ist einfach ein Ditto. Das hättest du nicht gefangen. Jetzt hättest du Save nicht gefangen. Was ist bei dir, Easy Clap? Cedra King. Ja, dann hättest du halt kein Cedra King gehabt. Mir einfach Ditto. Ich weiß, Ditto ist aber auch dumm irgendwie. Ditto kann aber auch mega OP sein. Ja, aber es kriegt am Anfang halt übel auf die Fresse. Weil sich's halt erstmal verwandeln muss. Ja, deswegen mit der Fähigkeit Imposter, also... Was ist das? Das ist, dass es sich automatisch in sein Gegenüber-Pokémon verwandelt. Bist du eigentlich fertig mit deinem Kampf? Ja. Na gut. Ich bin gerade am Heilen. Dann beenden wir die Folge für heute. Haut da rein. Ich denke ganz sicher, ich habe eine Facecam an und winke die Cam. Und mit dieser herben Enttäuschung beenden wir die Folge für heute. Schaut dann beim Alex wieder rein. Nächste Folge geht's bei ihm wieder. Genau. Gibt es irgendwelche Schlussworte von dir? Ja, ich Bock auf ein Mango-Sorbet. Geil.